Ja, recht schön guten Morgen alle miteinander. Wie geht's euch? Ha, seid ihr fit im Glauben? Ja? Also ihr Lieben, ich habe eine gute Nachricht. Und zwar steht die in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sprach der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Galiläa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Amen? Genau. Und wir brauchen, wenn wir diese Kraft empfangen haben, einfach das Bewusstsein, erstmal, wer wir sind in Christus. Ja? Jeder von uns ist ein Original. Das zeigt unser Daumenabdruck. Stellt euch vor, 8 Milliarden Weltbevölkerung haben wir bald und jeder einzelne Mensch, jeder Junge, jedes Mädel, jeder Mann, jede Frau hat einen einzigartigen, originellen Daumen- und Fingerabdruck. Das kann die Polizei gut verwenden, um jemanden zu finden. Selbst eineiige Zwillinge, die sich so ziemlich gleich sehen, haben auch einen unterschiedlichen Daumenabdruck. Und das zeigt uns, dass Gott uns alle kennt. Also hier kann kein einziger Mensch sich vor dem lebendigen Gott, unserem Schöpfer, verstecken. So wie Adam. Ihr wisst, nach dem Sündenfall meinte Adam, der wäre besonders clever, wenn er sich mit seiner Eva hinter einem Busch da versteckt. Als Gott dann abends wie gewöhnlich ins Paradies kommt und fragt, Adam! Wo bist du? Das war ja nicht so, dass Gott nicht wusste, wo der Adam war. Unser Gott sieht alles, unser Gott hört alles und unser Gott sieht vor allen Dingen nicht nur, was vor Augen ist, so wie wir Menschen, sondern Gott schaut auch heute Morgen in dein Herz, was da los ist. Jesus sagt, dass die Gedanken kommen ja nicht aus unserem Hirn, sondern unsere Gedanken kommen aus dem Herzen. Und die Bibel lehrt, dass jeder von uns tut mir leid, ich muss es aussprechen, so ist es, als ein verdorbener Sünder auf die Welt kommt, ihr Lieben. Ich habe das 4-mal miterlebt, ich habe 4 Söhne und war bei allen 4 Geburten dabei. Ich habe es gehört, wie eine Mutter dann in den Wehen, in den Presswehen, das tut weh, die schreit. Das hat Jesus der Eva damals nach dem Sündenfall angekündigt. Raus aus dem Paradies, zack, das war's. Und du wirst ab jetzt mit Schmerzen Kinder gebären. Interessant. Und dem Adam hat Gott auch noch was mit auf den Weg gegeben. Also Paradies, Adam ist jetzt hier vorbei. Immer nur dir gut gehen lassen, ja, so. Und nicht arbeiten müssen. Du musst jetzt da arbeiten im Schweiß deines Angesichts. Der Boden bringt Dornen und Disteln und du kannst mal gucken im Ackerbau, wie weit du kommst, ne? Und die Schlange hat auch noch einen Fluch bekommen, auf den Bauch kriechen und Staub fressen. So, ihr Lieben, warum steht euer Bruder Jochen Brandt vor euch ohne Schuhe? Habt ihr vielleicht gedacht, was ist denn mit dem los? Ja, weil ich bin schon Pakistaner mittlerweile, auch wenn ich eine weiße Hautfarbe habe und blond bin. Aber ich bin seit 27 Jahren regelmäßig als Evangelist in Pakistan gewesen. Meistens Viertel oder halbes Jahr. Aber mittlerweile bin ich permanent in Pakistan. Ich möchte da gern leben, dienen und auch sterben. Und kann jedem Muslim sagen, um Taliban, wenn du mich heute erschießen willst, bitteschön. Ich bin bereit. Es gibt ja wahrscheinlich für uns alle heute Morgen nichts Schöneres, als wenn der Herr Jesus wiederkäme heute und wir entrückt würden. Das wäre doch schön. Könnte auch passieren. Also jederzeit, wir müssen alle Zeit bereit sein, so wie die Pfadfinder. Ja? Jesus kommt schneller, als wir denken. Also das wäre natürlich spitze, da muss von uns niemand sterben auf Erden bei der Entrückung. Fliegen wir ihm entgegen in der Luft, ne? Ohne zu sterben. Ich hatte mal früher als junger Christ so von Chic
Comics, gab es da was in Amerika, auch Plakate. Und das habe ich mir direkt bei uns ins Schlafzimmerschrank in die Innentür reingehängt damals. Das war ein Gemälde, sah wie ein Foto aus der Vogelperspektive, wie irgendwie vom Mond aus auf unsere Erde. Und da sahst du viele Christen, die wollten bei der Entrückung Jesus entgegenfliegen, ging aber nicht, weil die waren mit Ketten und Seilen sowas irdisch angebunden an ihr Häusle, an ihr Autole, an ihr Gärtle. Die flogen bloß 50 Meter hoch und dann war aus. Die konnten dem Herrn gar nicht begegnen. Geschwister, Jesus fragt uns mal alle heute Morgen, was bist du bereit, um für meines Namens willen zu leiden? Das fragt der Jesus auch jeden Christen in Deutschland. Und was bist du bereit zu verlassen und aufzugeben? Ja, weil es gibt auch eine Theologie, global, die hört sich gut an. Das ist so ein Wohlstandsevangelium. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Also wahrscheinlich nicht aus der Bibel. Also Gott hat nur ein Ding auf seinem Herzen. Dass es dir gut geht hier auf Erden. Dass du dich wohlfühlst. Denn wenn du happy bist, ist der himmlische Vater auch happy. Ey, was ist denn das für ein Quatsch? Wer von uns selber die Bibel liest, von 1. Mose 1 bis zur Offenbarung, da müsste doch uns allen auffallen, hier, da ist kein Spaß, das ist nicht lustig. Das ist todernst, was hier abläuft auf Erden, schon immer gewesen. Und Geschwister, ich stimme voll ein, Gott ist gut, haben wir gesungen. Aber da fällt mir direkt ein Bibelvers ein, Römer Kapitel 2, Vers 4. Da fragt Paulus mal im Auftrag Gottes, weißt du eigentlich nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße führt, zur Umkehr? Geschwister, wenn wir hier singen, Gott ist gut und so weiter, ist ja richtig. Das hat aber eine Konsequenz für uns. Wenn Gott so gut ist, heilig, heilig, heilig ist der Herr, dann hat dieser heilige, gute Gott an seine Kinder aber eine Erwartung. Da könnt ihr aber sicher sein. Gott ist doch nicht bescheuert, sondern als er uns schuf, hatte er uns, jeden Einzelnen von uns, begabt. Schau dir mal deinen Körper an, sofern du dich bewegen kannst. Ey, was für ein Wunder der Gnade. Wir haben von Gott einen Leib bekommen. Und den kannst du nach Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 dem Herrn als ein heiliges, lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer deinen Leib ihm übergeben. Sollte man tun, wenn man gläubig ist. Herr Jesus, mein Leib gehört nicht mehr mir und abgesehen davon mein ganzes Leben gehört jetzt dir. Das ist ja die Bedeutung der Wassertaufe. Vielleicht sind hier einige schon mal getauft worden, hoffe ich. Weil wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, sagt der Jesus. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Vielleicht muss man in Deutschland ab und zu mal in der Öffentlichkeit, auch in Gottesdienst, mal von einer ewigen Verdammnis mal lehren, dass die Leute mal kapieren, auch hier in Deutschland, dass wenn du stirbst ohne Jesus Christus, dann bist du für ewig an einem Ort, wo du nicht sein möchtest. Und den kann man gar nicht beschreiben. Also wie soll ich euch jetzt hier die Hölle beschreiben? Ich war noch nicht da und komme da auch nicht hin. Ich weiß nur aus der Bibel, dass der gute Gott, der heilige Gott, sagt der Jesus an einer anderen Stelle, hat den Feuersee gar nicht für Menschen gemacht, sondern das ist eigentlich aus Gottes Sicht der Ort, wo Satan und alle Dämonen die Ewigkeit als Strafe verbringen. Also Gottes Absicht war nie, dass ein Mensch eines Tages mal verdammt wird und ewig verloren geht. Das ist ja nicht Gottes Wille. 2. Timotheus 2, Vers 4 kannst du nachlesen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also das will Gott. Aber wenn ja der Mensch so stur, so dumm und vor allen Dingen so egoistisch ist
und sagt, brauche ich nicht, habe ich schon. Oder jetzt wie die Muslime, Allahu Akbar, warum sollen wir denn Jesus folgen? Der Allah hat uns ja noch den letzten Propheten, den Mohammed, geschickt. Und das ist jetzt unser Role Model. Ne? Ja, ihr Lieben, deswegen bin ich in Pakistan, um mal 225 Millionen Muslime, wenn es möglich ist, mit dem Evangelium zu erreichen und zu sagen, Freunde, es gibt nur zwei Wege in dieser Welt, sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt. Nummer eins, ein Riesentor mit einer Straße wie eine zehnspurige Autobahn. Und da sind die allermeisten Menschen. Allerdings führt da der Highway to Hell. Haben wir AC/DC gesungen. Highway to Hell. Da dachten die, da wäre Party in der Hölle. Ja, die werden sich mal wundern. Ihr Lieben, und dann sagt der Jesus, preis Gott, es gibt noch eine andere Option. Schaut mal, wie hier, ein Notausgang, falls wir das Bildchen sehen, ja? Jesus sagt, neben diesem breiten Weg, der zur Verdammnis führt, wo die allermeisten Menschen auch in Deutschland, in den USA, auch die Juden aus Israel, egal wer, der natürliche Mensch, der ist normalerweise erstmal auf dem Weg, der in die Verdammnis führt. Und wenn jetzt jemand umkehrt, wie zum Beispiel Jochen Brandt, der gerade vor euch steht, ich habe eine Erfahrung, ich war mal auf dem breiten Weg 20 Jahre lang meines Lebens. Kettenraucher, Trinker, Drogen, abhängig. Ich habe es total übertrieben, schon mit 14 Jahren. Ich wollte gerne leben und Spaß haben. Und dann waren so meine Idole, die leben zum Teil heute nur mit 80 Jahren. Mick Jagger, bam, bam, parava, Rolling Stones, ne? Und wie sie alle heißen. Ja, und da war ich unter deren Einfluss gekommen, irgendwie Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Auf Deutsch Wein, Weib und Gesang. Ist dasselbe in Deutsch, ne? Und dachte ich, das ist bestimmt Leben, wenn man so einen Spaß hat. Ein bekannter Rockmusiker wird, so mit Band, aber nicht so wie hier, sondern also schon so richtig Marshalltürme und mal eine Anlage, du. Wenn da mal in die Seiten haust, die blasen euch weg, da die Bässe. Und dann, weißt du, zehntausende Zuschauer im Stadion, du bist auf der Bühne im Rampenlicht, alle Mädels liegen dir zu Füßen und du verdienst noch Kohle. Ich dachte, das wird bestimmt Leben sein. Weil ich komme aus einer Familie, wo damals Mama, Papa, Onkel, Tanten waren zwar evangelische Kirchenmitglieder und haben monatlich sogar ihre Steuern bezahlt, Kirchensteuer, aber die waren alle gleichzeitig Atheisten. Mit denen konntest du über Gott nicht sprechen. Die sagten, Gott gibt's nicht. Also der hat sich uns noch gar nicht vorgestellt. Wo ist denn der? Kennt ihr den Spruch? Ich komme aus Düsseldorf da oben. Ne? Also ich glaube, dass ein Kilo Rindfleisch eine gute Suppe gibt, hieß das da immer, wenn man über den Glauben sprach. Und so bin ich ohne Gott aufgewachsen, ohne Bibel, ohne Worship, ohne Gemeinde, ohne Gebet. Und ihr Lieben, meine erste Lebenserfahrung zwischen 14 und 20 da in Holland und so weiter überall war durch Drogen, Alkoholmissbrauch, wer das übertreibt wie ich, kriegt plötzlich Besuch. Und zwar sichtbar, nicht vom Pfarrer, sondern von Dämonen. Nachts. Du, ich sag dir, ich hatte dann auf einmal zeitweise nachts so Lähmungen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und sah die Dämonen, wie mich jemand würgen wollte. Und ich dachte, das ist mein letztes Stündlein damals. Und dann, Geschwister, als ich dann mal mein Herz spürte, kann man ja heute Morgen machen, schau mal, wenn du dein Herz spürst, das schlägt, ist ganz treu, Tag und Nacht, 24 Stunden lang, auch wenn du schläfst, hast du gar keinen Einfluss drauf, wenn du gesund bist, das schlägt und schlägt und schlägt. Und dann dachte ich so, Jochen, irgendwann ist aber mal, da macht dieses Herz mal und dann ist mal, irgendwann ist mal aus. Das nennt man dann Exitus auf Lateinisch, wenn einer tot ist, wenn das Herz nicht mehr schlägt.
Und dann frag dich damals die Drogenfreaks, die Musiker, die Verwandten, die Bekannten, die Arbeitskollegen, wer kann mir von euch weiterhelfen? Gibt es hier jemanden? Ich habe ein paar Fragen, da brauche ich Antwort. Dann sagen die, ja, was hast du denn für Fragen, Jochen? Leg dich mal ab, trink mal ein Bier. Ne? Ich möchte jetzt mal gerne wissen, wann werde ich sterben? Wer kann mir das bitte schön sagen? Zweitens, wo werde ich sterben? Drittens, wie werde ich sterben? Viertens, warum müssen wir eigentlich alle sterben? Wir leben doch so gerne. Warum gibt es denn Friedhöfe als Beweis von Menschen, die alle schon mal gelebt haben, sind jetzt alle tot auf dem Friedhof? Und fünfte Frage, was kommt nach dem Tod? Und hier in Deutschland treffe ich doch keinen einzigen Menschen, zumindest im Großraum Düsseldorf, der mal mir mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel eine Antwort geben kann auf meine Fragen. Weil hier stehen ja alle Antworten drin. Und Geschwister, ich weiß, was vorlaufende Gnade ist. Vorlaufende Gnade ist die Zeit in unserem Leben, wo Gott Geduld hat, bis wir uns bekehren. Tut Buße und bekehret euch. Also die ersten 20 Jahre meines Lebens, dass ich da nicht schon tödlich beim Unfall ums Leben kam oder sonst was passiert ist oder eine schlimme Krankheit, das ist ja nur Gottes Gnade gewesen. Der Vater hat gewartet, wann wird der Jochen den breiten Weg, der in die ewige Verdammnis führt, verlassen und durch die enge Pforte, wo der Weg schmal und steil und oftmals dornig ist, haben wir früher gesungen, vor 50 Jahren. Ne? Schmal und steil und oftmals dornig führt der Pfad empor. Ja, nicht, fühl dich wohl, 24 Stunden, ja. So, und Jesus spricht, das frage ich oft einen Muslim, sage ich, glaubst du an Jesus? Dann sagen die Muslime, auch in Pakistan, auch in Deutschland, die Türken oder wer auch immer, ja, selbstverständlich, sonst wäre ich ja kein Muslim. Wir glauben an alle Propheten. Bei denen ist der erste Prophet Adam schon, war auch angeblich ein Prophet. Und Jesus, nennen sie Isa al-Masih, ne? Ich glaube, wir glauben an alle Propheten. Und na, der letzte Prophet ist ja ein ganz besonderer, der Mohammed. Ja, sage ich, okay. Und du glaubst also, Jesus war ein Prophet? Ja, selbstverständlich. Dann frage ich doch einen Muslim, kannst du mir mal bitte sagen, was hat jetzt der Prophet Jesus gemeint, als er sprach in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Sag ich so, jetzt erklär mir mal den Zusammenhang hier, weil mit deinem Mohammed hier, und hier sagt der Jesus, dass er nur ganz alleine der einzige Weg ist, der zu Gott führt. Und die Wahrheit und das Leben. Ja, dann wissen sie auch nicht, was sie jetzt antworten sollen. Aber man hat ja schon mal einen kleinen Samen gesät, ne? Bei Leuten. Leute zum Nachdenken bringen. Morgen darf ich mit dem Zug fahren, mit dem 9-Euro-Ticket von Illertissen nach Hilden. Morgens 7.20 Uhr geht's los, 17.35 Uhr Ankunft. Und dann werde ich im Zug die Leute, die können ja alle nicht raus aus dem Zug. Wir sitzen da ja zusammen ein paar Stunden. Und da kann ich ja mal gucken, wer ist hier ready? Und die Frage, Entschuldigung, wo werden Sie eigentlich die Ewigkeit verbringen? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Ich sag dir, da kommst du mit jedem ins Gespräch. Der eine sagt ja, der andere nein. Ich habe schon oft Leute, die sagen, ach, boah, das hat mich noch nie jemand gefragt. Wie kommen Sie darauf? Gute Frage. Die Ewigkeit, ja, gibt es überhaupt die Ewigkeit? Und schon bist du ja im Gespräch, ne? Geschwister, ich könnte euch jetzt da, also ich müsste mal vielleicht ein Buch schreiben oder was. 44 Jahre darf ich jetzt mit Jesus unterwegs sein. Mein ersten Joint mit 14 in Amsterdam geraucht, im Vondelpark, hatte ich umsonst bekommen. Meine erste Evangeliumspredigt, auch ein Holländer, Job Adelmund aus Rotterdam, predigte in Hilden in der Zeltmission. Ein Holländer, der konnte nicht richtig Deutsch, da haben wir immer gelacht. Und der war
Der war lustig, aber den hat der Heilige Geist gebraucht, um viele Menschen zu retten. Das war so ein lustiger Evangelist. Der sagte damals zu uns in Hilden, ihr Deutschen wollt ja immer, dass wir Holländer euch was mitbringen aus Holland. Ne? Entweder soll man Käse mitbringen aus Amsterdam oder Tulpen. Sagt er, ich habe, Moment, der hat immer so einen kleinen Koffer dabei mit so lauter Requisiten. Sagt er, ich habe was für euch. Ihr lieben Deutschen, schaut mal. Zack, holt er so eine hohe Tulpe aus seinem Ding raus und sagt, schaut euch die mal bitte an. Sieht die nicht gut aus? Hm? Sieht die nicht gesund aus? Ja, wir alle, boah, was für eine schöne Tulpe. Da sagt er, ja, pass mal auf, die ist nicht echt. Und dann konntest du da so das grüne Blatt hin und her schieben und oben den Kelch. Da sagt er, schaut mal, sieht aus wie echt, ist aber tot, ist gar nicht echt. Könnt ihr mal riechen, hat keinen Duft, ist eine Plastikblume. Und da sagt er, ja, liebe Deutsche, so auf meinen Reisen, auch durch Deutschland und Europa, finde ich öfters mal Menschen, wenn man mit denen spricht, die sehen aus wie echte Christen, aber du merkst irgendwie kurz früher oder später, die sind gar nicht echt, die sind noch nicht bekehrt und auch nicht wiedergeboren, gar nichts. So äußerlich schöne Fassade, sieht wunderbar aus, hat aber kein Leben und infolgedessen keinen Duft, sondern macht mal eher Gestank schon mal hier und da. Ja, Geschwister, wir sind eigentlich auf dieser Erde, um ein Wohlgeruch für andere zu sein. Und zwar nicht in erster Linie durch unsere Worte. Ich glaube, da ist irgendwie ein globales Missverständnis. Die Menschheit meint, Gott will, dass wir ganz viel reden. Alle. Und Zeitungen und Nachrichten und Internet und Handy. Ey, vergessen die Leute das oder wissen wir das nicht, dass Jesus uns alle warnt. Alle 8 Milliarden Menschen heutzutage. Hör mal, du musst mal über jedes unnütze Wort, was du hier auf Erden sprichst, am jüngsten Tag vor mir dich rechtfertigen. Und der Herr Jesus kann kein Auge zudrücken. Das ist also nicht so der liebe Heiland, der sagt, ach, du gefällst mir aber mit deinen braunen Augen da. Nee, der Jesus ist der von Gott eingesetzte Richter der ganzen Welt. Er sagt im Johannesevangelium Kapitel 6 oder 7, dass der Vater niemanden richtet. Gott richtet überhaupt niemanden, weil er das ganze Gericht seinem Sohn übergeben hat. Wisst ihr warum? Weil wir Menschen sind ja so schlau. Wir würden ja noch am jüngsten Tag sagen, hör mal Gott, Vater, du kannst uns ja gar nicht richten. Du weißt überhaupt nicht, was ein Mensch ist. Du bist ja Geist. Was willst du mich richten? Ich war ein Mensch auf Erden. Ja, deswegen sagt der Vater, keine Sorge. Euer Richter, ihr lieben Menschen, ist der Mensch, Jesus Christus, mein Sohn. Der war Mensch. Der war versucht, wie ihr alle. Der blieb aber ohne Sünde. Der hat nicht einmal gesagt, ach, ich bin ja nur ein Mensch, ich bin ja nur Fleisch und Blut, deswegen muss ich ja auch sündigen. Nee, der Jesus Christus, der Sohn Gottes, im Unterschied zu Mohammed und allen anderen Propheten, auch in der Bibel, ist der Jesus ganz anders. Der Abraham hat gesündigt, der Mose hat gesündigt, der David hat gesündigt. Also das sage ich meinen Muslimen, hör mal, die ganzen Propheten haben alle gesündigt, bis auf einen einzigen. Und das war Jesus. Da müssten wir mal wir Halleluja ausrufen und das mal Deutschland verkündigen. Deutschland, du fährst mit deinem Wohlstand in die ewige Verdammnis, das dauert nicht mehr lang. Und es gibt jetzt nur noch für euch alle eine Entscheidung und zwar am besten heute. Heute, wenn du Gottes Stimme hörst, verstocke nicht dein Herz. Der Satan hat ein Möbelstück, sein Liebstes ist die lange Bank. Wenn der Heilige Geist zu dir heute sagt, heute heilt dich Jesus, dann ist sofort der Satan da und sagt, du, das heute bestimmt nicht, heute Sonntag, ja, morgen erlebst du was mit Gott oder nächste Woche oder einer will sich heute bekehren, dann der Teufel sagt, ja, das muss man nochmal genau überlegen, du. Also, da musst du nochmal andere Prediger hören und auch noch viel anderes lesen, ja. Und nächste Woche oder nächstes Jahr bist du vielleicht auch mal schon mal so weit, dass du dich bekehren kannst, ja.
Andere mit der Wassertaufe. Ja, ich bin noch nicht so reif, also das braucht noch ein paar Monate oder Jahre. Ihr Lieben, ich erlebe meinen Gott normalerweise im Heute immer. Nicht im Gestern und auch nicht im Morgen, sondern wir haben ja nur jetzt und hier. Wir wissen ja gar nicht, Jesus sagt, macht euch keine Sorgen über morgen. Der morgige Tag sorgt schon für sich selber. Überraschung! Preis dem Herrn für Corona. Ich fand es gut, dass da mal unsere ganze Welt und die Politiker an ihre Grenzen kamen. Und komischerweise, ich habe auch in Deutschland Nachrichten geguckt von Pakistan aus. Ich dachte, wir sind doch das christliche Abendland von Martin Luther her mit vielen Kirchen. Wieso unsere Regierung, können die nicht mal in Berlin alle mal auf die Knie fallen und mal Gott anrufen? Oh Vater im Himmel, was hast du uns mit Corona zu sagen? Und Herr Jesus, wenn du unser Arzt bist, dann können wir doch den Corona hier in Jesu Namen, sind wir dann geheilt, oder? Wie sehe ich das? Ja. Also bei mir steht in der Bibel in Jesaja 53, dass wir in den Wunden Jesu ist uns Heilung geworden. Glaubst du das? Das ist eine Frage, ob wir das glauben. Nicht einmal sprach der Herr zu irgendeinem Geheilten in den Evangelien: Mein Glaube hat dich geheilt. Habe ich noch gar nicht gelesen. Der Jesus sagte immer zu jedem Kranken, der gesund war, ob das der Blinde war, der Aussätzige oder was er auch hatte, die Frau mit dem Blutfluss 12 Jahre lang: Dein Glaube hat dich geheilt. Ja? Dein Glaube rettet dich auch. Geschwister, Freunde, also mir reicht's, ich gucke nicht nach links und rechts, weil wenn da 10.000 zu meiner Linken und 10.000 zur Rechten fallen, ich kann mich nicht auf Menschen verlassen. Nicht auf Politiker, nicht auf Pastoren, Gemeindeleiter und Älteste, selbst nicht auf die eigene Ehefrau, weil wir sind alle Menschen und zu unserem Menschsein gehört, dass wir irgendwie fehlerhaft sind. Und nur unter der Leitung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist kann ein Mensch in eine andere Sphäre hineinkommen. Und das will Gott bei jedem Gläubigen ohne Ausnahme. Deswegen steht ja so oft geschrieben in der Bibel: Werdet voll Geistes, voll Heiligem Geist. Oder betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Ja, den Muslimen Pakistan sage ich immer: Gott ist nur einer. Amen. Ja, genau. Sie sagen, ja, wieso zeigst du mir jetzt 3 Finger? Ja, weil der eine einzige wahre Gott offenbart sich nun mal ohne Absprache mit uns. Das hat er mit uns vorher nicht abgesprochen. Der Vater ist Gott. Jesus ist Gott. Der Sohn Gottes ist auch Gott. Genauso wie der Vater Gott ist. Und wir haben noch eine dritte Person, den Heiligen Geist. Der ist auch Gott. Und Geschwister, wenn im 1. Johannesbrief wir lesen, Gott ist Liebe, Agape steht da, das ist eine spezielle Art von Liebe, dann fiel mir mal eins auf. Wir reden ja immer so gerne und so viel vom Menschen. Der Mensch, die Menschheit. Und der Humanismus kommt dann noch und sagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Ja? Ich sag euch mal was. Und dann noch, der Mensch ist das Ebenbild Gottes noch. Jetzt wäre logisch, mal ein bisschen scharf mitdenken, ein bisschen scharfsinnig. Muss man schon sein als Christ, wenn man die Bibel liest. Ne? Wann hat denn Gott zu Adam gesagt, als er ihn schuf? Da war die Eva noch gar nicht da, nur lange nicht. Wann hat denn Gott zum Adam gesagt, oder beziehungsweise zu sich selber, zu sich, seinem Sohn und dem Heiligen Geist: Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Hat Gott das zum Adam nach dem Sündenfall gesagt oder vor dem Sündenfall? Bitte? Ja, genau. Da stehe ich voll dazu, dass vor dem Sündenfall waren Adam und Eva das Ebenbild Gottes, was man auch immer darunter zu verstehen hat. Aber leider sind unsere
Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern Adam und Eva aus diesem Stand total rausgefallen. Und deswegen kann man jetzt bei keinem neugeborenen Baby sagen, ach wie süß, hier wurde jetzt ein Ebenbild Gottes geboren. Sondern immer wenn ein Baby geboren wird, in einer christlichen Familie, in einer islamischen Familie, in einer Hindu-Familie, in einer Atheistenfamilie, das spielt gar keine Rolle. Leg mal alle Babys hier hin, aus Afrika, die Schwarzen, ja? Die Weißen, die Gelben, Chinesen. So, da sind keine Engel geboren worden, das sind alles Sünder, sagt Gott, leider. Und wenn die nicht zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, egal wo sie alle herkommen, dann fehlt denen etwas, was in Johannes 3 beschrieben wird, im Gespräch mit Nikodemus. Jesus spricht zum Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Da sagt Nikodemus, ja, wie geht das jetzt, wenn ich alt bin, ein zweites Mal in meines Mutters Leibe nochmal irgendwie als Baby reinkommen und auch wieder rauskommen. Dann sagt Jesus, du bist ein Oberster der Juden, du kennst das ganze Alte Testament in- und auswendig und verstehst mich jetzt nicht, was ich hier meine, dass du von Neuem geboren wirst. Das ist schon in Hesekiel angekündigt, 36, ich will euch einen neuen Geist geben und so weiter und so fort. Und dann sagt Jesus, sehr interessant, deswegen rede ich über Babys so, wo du vielleicht geschockt bist am Sonntagmorgen. Jesus sagt, Nikodemus, was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch. In Urdu, Jism, Fleisch. Und was gehört denn zu unserem Fleisch? Was bringt so ein Babylein mit bei der Geburt? A, einen Leib. B, im Leib ist die Seele. Wir alle, herzlichen Glückwunsch, haben einen ersten Geburtstag schon erlebt. Sonst wären wir ja nicht hier, ne? Und die meisten von uns wissen sogar, wann sie geboren wurden. Steht in irgendeinem Reisepass oder im Personalausweis. Die meisten Pakistaner sind Analphabeten. Die haben nicht schreiben und nicht lesen gelernt. Und wenn dann ein Baby zur Welt kommt, ist da keine Hebamme oder Arzt. Deswegen wissen die meistens nicht, wann sie geboren wurden. Wenn du fragst, wann ist dein Geburtstag, dann sagen viele Pakistaner alle am 1. Januar. Da denke ich, das kann ja nicht sein. Alle können ja nicht am 1. Januar geboren worden sein. Ne? Aber halt, obwohl sie gar nicht... Sie wissen nicht, wann sie im Fleisch zur Welt kamen. Ist auch nicht so schlimm, wenn man das nicht weiß. Aber Fakt ist, wir sind da. Wir hatten einen Geburtstag. Ein Geburtstag findet normalerweise statt, ohne Ausnahme, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Moment. Ist das so? Wir alle, wir können uns zwar nicht mehr erinnern, oder ist ja jemand, der sagt, Bruder Jochen, ich erzähl dir mal, als ich 9 Monate im Leibe meiner Mutter war, oh, das war schön, so schön warm und zwar dunkel. Weiß das noch einer von uns, die 9 Monate im Bauch unserer Mutter? Nee, ne? Weil ist ja einer, der heute Morgen sagt, ich weiß noch genau meine Geburt, wie das war. Ich fing an zu schreien, auf einmal war es so hell. Ist doch komisch, liebe Freunde. Wir Menschen haben das mit gemeinsam, ohne Ausnahme. Wir wurden alle einmal geboren, haben dieselbe Erfahrung der Geburt, wie Jesus sagt, dem Fleische nach. Und zum Fleisch gehört nicht nur Haut und Knochen, Blut oder also biologisch der Leib, sondern auch deine Seele gehört auch zu deinem Fleisch, okay? So, deswegen kann man sogar als Christ noch ein fleischlicher Christ sein. Stell dir das mal vor. Du kannst von Neuem geboren sein, den Herrn Jesus hast du angenommen. Du kannst deine Wassertaufe hinter dir haben. Du kannst sogar im Heiligen Geist getauft worden sein, sprichst in neuen Zungen und bist trotzdem jeden Tag noch irgendwie nicht geistlich, sondern fleischlich drauf, weil du mehr deinem Fleisch als dem Geist folgst. Das ist ja mal eine wichtige Lektion, würde ich sagen, global für alle zu lernen, die sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu und so weiter. Dann haben wir eine Pflicht. Galater sagt, der Geist, der Heilige Geist ist gegen das Fleisch,
und unser Fleisch ist gegen den Geist. Da muss man sich als Kind Gottes täglich neu entscheiden, was will ich jetzt meinem Ich nachgeben? In Urdu, meh heißt auf Urdu ich, ne? Meh, ich mir, meiner, ich, mich. Und Freunde, dass die Babys alle fleischlich sind, trotz unterschiedlicher Hautfarbe, Kultur, Sprachen, Rassen, kann ich euch beweisen. Ich habe es nämlich viermal erlebt und erlebe es heute noch immer wieder. So ein Baby hat nur einen Gedanken. Ich brauche jetzt Muttermilch und zwar sofort, ey. Und wenn die Mama jetzt nicht direkt da ist, da fange ich aber hier an in der Aggression. Die Mütter wissen das doch, dass ein Baby, ob du müde bist, ob das nachts ist, ob das morgens ist oder was auch immer, das ist so einem kleinen Egoisten, so einem kleinen Sünder, der auf dem Weg in die Verdammnis ist. Schnurzpiep, egal wie die Mutter sich fühlt, sondern ich will jetzt meine Milch und zwar sofort. Stimmt's? Und wenn wir nicht als Eltern unsere Kinder erziehen, und zwar, wenn wir jetzt Christen sind, sind wir auf einem ganz anderen Level als die Nicht-Christen. Wir fragen ja nicht, was sagt die anti-autoritäre Erziehung in Deutschland. Das interessiert doch mich nicht, was hier in Deutschland gerade die Politiker sagen, sondern ich habe doch eine viel höhere Instanz als irgendeine Regierung auf Erden und ein Politiker. Das muss ja mal jeder Politiker auch akzeptieren. Dass Regierungen sind nur von Gott eingesetzt, zu einem bestimmten Zweck, für eine bestimmte Zeit, uns zu dienen. Alle Könige, Präsidenten, wie sie alle heißen, Premierminister, sollten eigentlich nicht korrupt sein, wie in Pakistan, das ganze Geld in die eigene Tasche reinstecken und auf der schwarzen Liste dann stehen als Land, sondern wir können auftreten, jedem König, der Queen von England oder wem auch immer sagen, hör mal, du bist für eine bestimmte Zeit, manchmal sogar sehr kurz, dann bist du wieder weg, bist du in der Regierung, um dem Volk zu dienen, was für uns das Beste ist. Du bist doch nicht unser Gott, der Präsident oder wer auch immer. In meiner Bibel steht in Sprüchen, wer sein Kind liebt, züchtigt es. Oh, Schluck. Hebräer 12 habe ich heute Morgen noch gelesen, einen interessanten Satz. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Und wenn heute Morgen, tut mir leid, dass ich das mal sagen muss, aber so ist es, ist hier von euch irgendeiner immer nur happy, 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 Halleluja, und du sagst, ach wie gut, dass ich keine Züchtigung habe, dann sagt die Bibel dir, du bist ein Bastard, das ist ein ziemlich schönes Wort, du bist ein uneheliches Kind, mit anderen Worten, du bist gar kein Kind Gottes, weil ein Kind Gottes muss ein Kennzeichen im Leben haben, und zwar vom Vater gezüchtigt zu werden. Amen? Oder hat sich da im Laufe der letzten 2000 Jahre was irgendwie, hat sich Gott vielleicht verändert? Nö, eigentlich nicht, ne? Das ist immer dasselbe, was die Bibel sagt. Halleluja! Wir verändern uns hier dauernd, ne? Was sagt die Mode und so weiter. Aber das ist doch mal uninteressant. Was steht geschrieben, ist interessant. Darauf soll unser Glaube ruhen. Das ist unser Fundament. Amen. Ich komme zum Schluss bald, ne? Und zwar mit einem kleinen Abschlusslied. Ein selbstgemachtes noch für euch. Ich hoffe, mir nimmt das jetzt keiner übel. Und wenn ich nachher wieder weg bin, dann sagt ihr, meine Zeit, ey, gut, dass der in Pakistan ist. Ja, also sowas können wir in Deutschland, der verletzt uns ja, der Bruder Jochen. Wir wollten da was anderes hören, was uns in den Ohren jügt. Sag uns mal, wie lieb wir sind, wie nett wir sind, wie hübsch wir sind. Sind wir ja auch alle, ja. Aber wir haben alle einen Knacks irgendwie und brauchen eine grundlegende Veränderung, die der Herr Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden durch Wasser und Geist. So. Und Geschwister, so wie jeder von uns an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Tag und einem bestimmten Moment dem Fleisch nach zur Welt kam, brauchst du noch eine zweite Erfahrung nach den Worten Jesu. Du musst auch an einem bestimmten Ort und einem bestimmten Tag
und in einem bestimmten Moment durch Wasser und Geist von Gott gezeugt werden. Das ist eine Erfahrung. Das hat mit Bibelschule nichts zu tun. Manche Leute in Pakistan zeigen mir ihre Zertifikate. Guck mal, Bruder Jochen, ich bin Doktor, Professor der Theologie. In Amerika und wo die überall waren, Korea. Und ich kenne da Leute in Pakistan, die sind nicht wiedergeboren. Die haben zwar ganz tolle Titel und sind Pastoren, machen alles mögliche humanistische Arbeit. Aber was hülfe es dem Menschen, sagt Jesus, wenn er die ganze Welt gewönne und zum Schluss seine Seele verliert, dann hat das hier alles auf Erden nichts gebracht, Geschwister. Und keiner von uns kommt in den Himmel, weil er so viel Gutes getan hat. Also das wäre eine ganz falsche Motivation, um Gutes zu tun, dass ich sage, ha, da zähle ich aber mal dem lieben Gott auf, wenn ich tot bin. Also ich habe schon einer Oma, habe ich über die Straße geholfen, die wollte zwar nicht, habe ich aber gemacht. Und das, ach, ich habe mein Leben lang, ich war im Chor, habe einen Zehnten gegeben, ich war jeden Sonntag in der Gemeinde, habe gebetet, alles. Aber was, wie schlimm, dass Jesus irgendwo sagt, viele werden am jüngsten Tag kommen, viele und nicht wenige, und sagen, Herr, Herr. Und dann sagt Jesus, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ja, mich musst du doch kennen, lieber Heiland. Ich habe doch in deinem Namen geweissagt. Hast du vergessen? Ich habe Zeichen und Wunder getan, Kranke geheilt, alles Mögliche. Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Du hast mir immer Herr, Herr gesagt, aber irgendwie hast du mich nicht Herr in deinem Leben sein lassen, weil dein eigenes Ego, dein Ich, dein Fleisch war immer stärker als der Geist. Ja gut, fleischliche, wiedergeborene Christen haben auch ewiges Leben. Herzlichen Glückwunsch, preis den Herrn, so ist es. Irgendwo steht im 1. Korintherbrief, einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist, Jesus Christus. Nun aber schaue jeder, was er auf diesem Grund baut. Da kann man nämlich Heu, Stroh, Stoppeln bauen oder Gold, Silber, Edelsteine. Wie eines jeden Werk beschaffen ist hier auf Erden, wird im Feuer geprüft. Und dann sagt zum Glück der Heiland, dass derjenige, der leider nur Heu, Stroh, Stoppeln hier fabriziert hat auf Erden, das verbrennt dann alles, aber er oder sie wird gerettet. Aber so wie durchs Feuer. Zum Glück steht da nicht, der geht verloren. Ja, also der wird schon gerettet. Du kannst sagen, Bruder Jochen, ich bin lieber ein fleischlicher Christ als ein geistlicher. Kann man machen, aber dann bringt man nicht viel Frucht für die Ewigkeit. Weil Jesus sagte ja, wissen wir alle in Johannes 15, was er seinen ersten Jüngern sagte, sagt er mir und dir auch jeden Tag neu. Ohne mich kannst du nichts tun. Zumindest mal nichts, was ewigkeitsrelevant ist. Weil hier auf Erden kann man allerhand machen. Das wird, wer danach trachtet, um Menschen zu beeindrucken, dass die mal dir applaudieren und sagen, das hast du aber toll hingekriegt, kannst du alles machen. Ich empfehle es aber nicht. Ich empfehle hier jedem von uns, einschließlich mir selber, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit, Matthäus 6, 33, so wird euch auch alles andere hinzugefügt werden. Also Geschwister, der Kampf zwischen Licht und Finsternis auf Erden hat was mit der Ehre zu tun. Wisst ihr, der Satan kam in der Wüste zu Jesus, nachdem Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hat. Und siehe da, was wollte der Satan vom Sohn Gottes, kaum zu glauben? Anbetung. Da sagt doch tatsächlich der Teufel zu unserem Herrn Jesus, ich zeig dir mal in einem Moment alle Reichtümer dieser Welt und alle Freuden. Da geht's dir richtig gut, Jesus. Wenn, das kriegst du alles von mir jetzt. Du musst jetzt nur niederfallen und mich anbeten, sagt der Teufel zum Sohn Gottes. Was hältst du davon? Da merkt man doch schon eins, es geht in dieser Welt um die Frage, wem geben wir die Ehre als Menschen?
Und Gott hat uns geschaffen, eigentlich zu dem einen Zweck, dass wir auf Erden, schon angefangen und dann im Himmel in alle Ewigkeit, ihm zur Ehre leben. Amen. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Da kommen wir jetzt noch zu dem Punkt, viele sagen ja, wir glauben auch an Gott. Die Hindus in Indien haben ja so viele Millionen von Göttern. Ich war schon zweimal da in Indien, mal eine Zeit im Tempel und so weiter. Ja, die in fünfmal am Tag höre ich in Pakistan, Allahu Akbar. Da, wir haben da Lautsprechermoscheen überall, oder? Das geht den ganzen Tag da rund. Ja, das ist aber Jesus. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Und wer den Sohn nicht hat, der hat gar nichts. Also wir brauchen den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Und Geschwister, eins noch. Gott ist Liebe. Das fing nicht erst mit dem Menschen an, bin ich überzeugt. Gott ist nicht erst seit dem Datum die Liebe, als er Adam schuf. Auf einmal, ach, jetzt weiß Gott, was Liebe ist. Falsch. Ich bin fest überzeugt, bevor es den ersten Menschen gab und bevor es 8 Milliarden Menschen gab, da war der Vater mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist von Ewigkeit her schon die Liebe. Die Liebe ist erstmal nicht immer alles so menschenzentriert, als sind wir hier das Zentrum des Universums. Gott ist das Zentrum des Universums. Er ist die Liebe. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis, warum diese Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, ein Gott, 3 Personen, das hängt mit seiner Liebe zusammen. Und eine Gemeinde oder eine Familie, fangen wir mal mit einer Ehepaar an, oder eine Familie oder eine Gesellschaft, wo Liebe ist, das vereint. Ja? Wo Liebe ist, ist nicht mehr Hass, Streit, Neid, Eifersucht, Mord, Totschlag und was weiß ich alles. Ja? Das geht ja nicht. Da, wo diese Agape-Liebe ist, da ist der Himmel auf Erden angebrochen. Amen? Schönen Dank, ihr Lieben. Ich habe euch heute nichts Neues erzählt, meine ich mal, oder doch? Für manchen vielleicht. Frage an alle nochmal heute Morgen als Evangelist, darf ich mir das erlauben. Bist du von Neuem geboren eigentlich? Ich weiß, Ort, Tag, Stunde in der Zeltmission Hilden, wo der Job Adelmund aus Rotterdam sagte, alle bitte mal die Augen schließen jetzt. Hier ist ein heiliger Moment. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Sagt er, ist heute Abend hier ein verlorener Sünder unter uns, der jetzt zum rettenden Glauben kommen möchte. Steh mal bitte auf und komm mal nach vorne. Jesus wartet auf dich schon mit ausgestreckten Armen. Ja? Und Geschwister, preis dem Herrn, ich durfte nach vorne kommen. Ich hatte zwar Angst, ich sag euch, ich dachte, wenn jetzt der heilige Gott mich straft, vielleicht falle ich jetzt gleich tot um noch, wegen meiner ganzen Sünden. Mir wurden meine ganzen Sünden bewusst auf einmal, in 20 Jahren. Und Geschwister, der Herr hat mir alles vergeben und uns, das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Stimmt es? Und Geschwister, Jesus hat mich frei gemacht von Zigaretten, Drogen, Alkohol. Ich bin Nichtraucher seit 44 Jahren. Lob und Dank. Ich brauche kein Haschisch mehr, kein LSD-Trips und gar nichts mehr. Nix. Und ich muss mich auch nicht mehr besaufen. Bei uns in Pakistan gibt es gar keinen Alkohol. Bei uns gibt es immer nur Tee. Chai morgens, Chai mittags, Chai abends. Weil der Mohammed hat gesagt, ein Muslim, der soll nicht rauchen, kein Schweinefleisch essen und auch kein Alkohol trinken. In Pakistan gibt es kein Geschäft mit Alkohol, kein Bier, kein Wein, nix. Da wäre für manchen von euch wäre das nichts, ne? Ich trinke auch mal gern so einen Hefeweizen, schmeckt so lecker, ja? Okay, also ihr Lieben, ich weiß, wer ich bin in Christus. Das sage ich auch mal in Pakistan, Leute. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er oder sie eine neue Kreatur. Das alte Leben, wo ist es? Ja, das ist Vergangenheit. Kannst du vergessen, was da früher war. Siehe, das kann man sehen. Das ist nicht, darüber müssen wir nicht viel reden, das kann man ohne Worte, kann man das sehen oder sollte man sehen können, dass alles
neu geworden ist, neues Denken erstmal, neue Gewohnheiten, altes Ablegen, Wassertaufe, blub, 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 blub. Der alte Adam, unser Fleisch, unser Ego, hat nochmal gar keine Daseinsberechtigung mehr, weil es ja in der Wassertaufe mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und zum Glück holt der Pastor uns wieder aus dem Wasser raus, auferstanden mit Christus sind wir. Das, ey, wir haben eine Botschaft, Bruder, Schwester, für die ganze Welt. Und Jesus kommt bald, deswegen wäre gut, wenn man das, was man erlebt hat, anderen Leuten weitererzählt und erklärt, wie das ist, wenn man von Neuem geboren wird, durch Wasser. Was ist mit dem Wasser gemeint? In Paxa meinen sie immer, das wäre die Wassertaufe, da sage ich, Geschwister, in dem Fall meint Jesus das Wort. Wir müssen aus dem Wort Gottes geboren sein. 1. Petrus Kapitel 1 sagt der Apostel Petrus, ihr seid wiedergeboren, nicht durch vergänglichen Samen, sondern durch unvergänglichen Samen, durch das bleibende, lebendige Wort Gottes. Ja, neugeboren wird man durch Wasser und den Heiligen Geist. Wasser ist in dem Fall das Wort Gottes. Unser Glaube kommt aus dem Wort. Amen. Praise the Lord. Und der Heilige Geist ist ja so wunderbar. Der leitet uns in alle Wahrheit und er kennt uns, denn Gott liebt uns, Geschwister. Ja, noch ein abschließender Vers. Ich weiß eins, was der Heilige Geist in Pakistan tut. Wisst ihr was? Genau dasselbe, was Jesus in Johannes 16, Vers 8 vorausgesagt hat. Wenn er gekommen ist auf die Erde, der Heilige Geist, dann wird er der Welt die Augen auftun von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Sünde im Singular, interessant, nicht im Plural, Sünden. Und dann sagt der Jesus von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Also der Heilige Geist hat ein Haupthobby auf Erden oder eine Hauptpflicht und Aufgabe, was er auch wunderbar tut, wie kein anderer, das kann auch niemand anders, einen Menschen, auch einen Muslim, zu überzeugen, hör mal, deine Christuslosigkeit, dass du nicht glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass Jesus auch Gott ist, das ist die Sünde, die dir vergeben werden muss, davon musst du befreit werden. Und das geht ja nur, indem man den Herrn Jesus selber aufnimmt. Und glaub bloß nicht den Jehovaszeugen, die hier immer zu zweit mit der Bibel von Tür zu Tür auch hier in Senden kommen und sagen, ja, es gibt nur einen Gott, der heißt Jehova. Und da sagt, fragst du, ja, und Jesus? Ja, nein. Jesus war nicht Gott. Ja, was mit dem Heiligen Geist? Nee, auch nicht. Nee. Es ist nur ein Gott hier, der Jehova. Ah, da merkt man was. Es gibt einen Gott. Das ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Der offenbart sich in drei Personen und nicht anders. Und der Name, der über allen Namen ist, ist nicht der Name Jehovas. Habe ich nicht gelesen, im Namen Jehovas werden sich mal alle Knie beugen. Nein, im Namen Jesu werden sich mal alle Knie beugen. Was haben die damit? Jehova und Allah und ich weiß nicht was alles. Jesus heißt der Mann, den wir brauchen. Der Sohn Gottes, der Retter. Ah, noch hier, jetzt aber Schluss. Das letzte Wort, als der Jesus am Kreuz hing, da hing der nicht so wie so ein Jammerlappen, ah, oh, wieso das oder wie, sondern der Herr Jesus wollte ans Kreuz gehen. Vater, das muss ich machen, sonst gibt es ja keine Erlösung. Ich mache das, ich gebe mein Leben freiwillig, ich leide, ich sterbe, kein Problem. Vater, für dich mache ich das. Ich liebe dich, ich liebe die Menschen. Und dann, wisst ihr ja selber, hat der Jesus am Kreuz gebetet für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus liebt Feinde und erwartet auch von uns, dass wir unsere Feinde lieben. So, dann hat er die Maria gesehen, seine Mutter, und sagt, Mutter, hier ist dein Sohn Johannes, der Jünger Johannes. Johannes, deine Mutter. Da hat Jesus noch am Kreuz unter den Schmerzen für die Rentenversicherung seiner Mutter gesorgt, dass das alles klar geht. Ja, also der Johannes hat sich jetzt um die Mutter gekümmert. Ey, wie selbstlos ist Jesus?
Und wie egoistisch ist ein Mensch ohne den Heiligen Geist, ja? Ich, mir, meiner, mich, um mich herum. So, und dann sage ich immer auf Urdu natürlich in Pakistan, was war das letzte Wort, was der Sohn Gottes ausrief am Kreuz in Urdu? Tamam Hua! Dann klatschen sie immer alle. Das heißt auf Deutsch, es ist vollbracht. Und auf Englisch, it is finished. Also ihr Lieben, lasst uns in diesen Tag gehen, nach diesem Gottesdienst, die Ärmel hochkrempeln. Wo gibt's was zu tun für den Herrn? Wo können wir evangelisieren, mit Kranken beten, Dämonen austreiben oder sonst irgendwas noch, Tote auferwecken? Und ich sag euch, dieser Tag macht einen Unterschied im Leben anderer. Ja, wenn wir bereit sind an diesem Sonntag, also ich hoffe, der Herr gebraucht mich noch mehr. Und jetzt kommt schnell ein Abschlusslied hier. Ein selbstgemachtes. Der Nikodemus-Song, okay? Der Wundertäter Jesus aus Nazareth ist heute Nacht in der Stadt. Mit diesem Geheimtipp in der Tasche zog sofort Nikodemus los. Die Anschrift stimmt, die Tür ist offen. Da schaut ihn Jesus liebevoll an. Oh Nikodemus, hör gut zu, Fleisch. Was ist ihm noch nicht vorgekommen? Nochmal geboren werden, kann das denn sein? Wie soll man denn Jesus verstehen? Der Herr schaut Nikodemus an, den Theologen, der noch nicht weiß, dass Gott doch durch seinen Geist Menschen zeugt für die Ewigkeit. Oh Nikodemus, hör! Fleisch und Blut vergeht. Für jeden, der ewig leben will, gibt es einen Ausweg. Du musst neu geboren sein, wenn du in das Reich Gottes willst. Denn so wie du bist, kommst du niemals hinein. Suchend sind. Für die gibt es eine Adresse. Es ist Jesus, der für sie starb. Er ging an das Kreuz für jeden, der an Gottes Gerechtigkeit glaubt. Dort starb er für unsere Sünden, weil er uns unendlich liebt. O Nikodemus, hör gut zu, Fleisch und Wer war denn da schon da? Ja, genug.
Manche haben schon mal gesehen. Abends um 18 Uhr, er kam immer mit dem Motorrad. Ja. Und er war ja früher der Leiter vom Guten Hirten in Lotissen. Und ja, da hab, stimmt. Ja. Da habe ich das Lied schon vor 27, 26 oder 28, was auch immer, irgendwie in den Dreh. Ich habe das Lied schon gehört. Markus, danke, dass ich kommen durfte. Ja, danke, dass du da warst. Ja. Teil dazu beigetragen. Du hast uns damals als wirklich als jüngste Gemeinde, als ganz, hast du uns gedient. War ein Saal gegenüber vom Kino. Kino gibt es nicht mehr. Das kleine Bibelstübchen. Und du bist Sonntagabend, nachdem du schon Gottesdienst gehabt hast, zu uns gekommen. Ja, Halleluja! Also wenn jemand möchte, ich habe so alle drei Monate einen kleinen Freundesbrief mit vielen Fotos über unser Waisenhaus, Witwenheim und so weiter in Pakistan. Wenn ich darf, oder schicke ich irgendjemand mal ab und zu als Info. Genau. Nee, schick's an. Ja. Genau. Noch her, dann können wir das weiter schicken. Genau, alles klar. Danke. Gott segne euch alle.